Morgen ein Statussymbol, also für mich, ich sehe das schon bei mir selbst, ist eigentlich eher Zeit zu haben. Ich glaube eher, dass morgen ein Statussymbol eher Zeit ist, Freizeit, Zeit für sich selber und Freiheit vor allem auch. Also, keine Ahnung, wirklich nicht. In der heutigen Zeit stehen wir vor dem faszinierenden Problem und der Aufgabe, dass wir uns schon so weit entwickelt haben, dass ich nicht nur sagen kann, ein größeres Auto macht mich glücklicher oder ist praktisch ein größeres Statussymbol, sondern sehr oft ist heutzutage ein kleineres oder ein besonders hybridiges oder ein besonders irgendwie umweltfreundliches Auto ist oft ein größeres Statussymbol. Das heißt, wir entwickeln uns in eine ganz andere Richtung, wo wir noch höhere und noch höher geistige Ziele anstreben. Ich weiß es nicht, schwierig zu sagen. Heute war es sicher oder ist es sicher ein Auto zum Beispiel ein Statussymbol. Ich denke mir das oft bei den Kutschen, wenn ich irgendwo eine Kutsche sehe, dass das auch mal ein Statussymbol war oder ein Pferd. Ich könnte heute von einem sündhaft teuren Hengst und einem Haflinger Schlittenpferd sozusagen nicht unterscheiden. Ja, also genauso muss es jemanden ergehen, der vor einem Ferrari steht oder vor einem Golf sozusagen, der auch keinen großen Unterschied sieht. Alles beide hat vier Radeln, hat ein Lenkrad, fährt vor und rückwärts sozusagen, kann im Prinzip dasselbe. Das heißt, Statussymbole leben von Codes, die absolut erlernt sind sozusagen, die aber im Leben eigentlich irrelevant sind oder keine wirkliche Qualität haben. Früher war es toll, ein Pferd zu haben und heute ist es toll, ein iPhone zu haben. Keine Ahnung, in 100 Jahren ist es vielleicht cool, einen Roboter zu haben, der hinter einem Dinge herräumt. Eine Drohne zu haben, kann ich mir gut vorstellen. Zum Beispiel eine Behausung haben, die möglichst energieautark ist. Ja? Wo man mit möglichst wenig Brennstoff beheizt, wo man vielleicht den Strom über irgendwelche Kollektoren selber macht oder das Warmwasser wärmt. Solche Dinge wären wahrscheinlich zuträglich. Hm? Also ich glaube, ich hoffe nicht ein SUV. Immer werden es irgendwelche Luxusdinge sein, aber ich glaube, was auch ein Statussymbol werden könnte, ist Unerreichbarkeit. Also nicht erreichbar sein zu müssen für einige Zeit. Also sich einfach Zeit nehmen zu können. Ich glaube, jemand, der sich das leisten kann, zeichnet seinen sozialen Status in der Gesellschaft dadurch aus. Also morgen wird ganz bestimmt der Garten ein Statussymbol. Das heißt, der Garten, der Platz, den jeder für sich beanspruchen darf, wenn er vorher dafür gesorgt hat, dass er noch sauber ist, also nicht von irgendwelchen Umweltgiften kontaminiert. Und es könnte sein, dass dieser Garten wieder massiv zur Eigenversorgung dient. Erkennen von Werten, die rund ums Haus sind. Ich bin der Meinung, Statussymbole werden immer, es wird sich immer was weiterentwickeln, aber es wird sich immer ums Gleiche drehen. Die einen empfinden, wie man wohnt, die anderen, was man anhat, die anderen, welches Auto man fährt, was für eine Uhr man trägt. Das wird sich immer weiterentwickeln. Derzeit ist es sicher so, bei den jüngeren Leuten, wer das neueste Smartphone hat, bei den Leuten im Alter zwischen 30 und 40, wer das beste Auto hat, bei Männern zumindest, bei Frauen, wer die schönste Tasche hat. Das ist immer so eine Entwicklung, wo ich der Meinung bin, dass es immer so weitergehen wird.